Verehrter Herr Professor Dr. Muno, sehr geehrter Herr Bonnet, sehr geehrter Herr Gregosch, sehr geehrter Herr Dr. Hoffmeister, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, mein Name ist Jana Kasten und im Namen des Europäischen Integrationszentrums und auch der Konrad-Adenauer-Stiftung begrüße ich Sie recht herzlich zur heutigen Kooperationsveranstaltung Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der Europäischen Union. Ja, der neueste EU-Bericht zur Rechtsstaatlichkeit zeigt viele positive Entwicklungen in den Mitgliedsländern, aber der Bericht hat auch einiges zu beanstanden. Unter anderem ja die Medienfreiheit und auch die Medienvielfalt, also eigentlich die Informationszugänge, die es uns ermöglichen sollen, unsere eigene Meinung über politische Entscheidungen zu bilden. Ja, und wir als Bildungseinrichtung mit dem Fokus Europapolitik, uns ist es natürlich wichtig, über die Europäische Union zu informieren, die Möglichkeiten zu bieten oder die Möglichkeit zu bieten, sich dazu auszutauschen, aber auch europäische Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Und das gelingt eben am besten, wenn man möglichst viele Perspektiven kennt und auch andere Einschätzungen hört. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir das Thema Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in der Europäischen Union heute zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern aufgegriffen haben und diese heute sehr facettenreich beleuchten können. Liebe Frau Dr. Bremer, mit einem ganz herzlichen Dank an Sie für die sehr gute Zusammenarbeit übergebe ich Ihnen nun das Wort für weitere Begrüßungsworte. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Kasten, lieber Herr Professor Muno, lieber Herr Brunet, Herr Gregosch, Herr Dr. Hofmeister, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie auch sehr herzlich begrüßen im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung Mecklenburg-Vorpommern zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich freue mich, dass Sie allesamt dabei sind. Und ja, drei Mitgliedsländer der Europäischen Union stehen im Zentrum unserer Veranstaltung. Und es geht um die Frage, wie diese Länder bezüglich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit aufgestellt sind. Und ich freue mich sehr, dass drei Kollegen aus den Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung aus Griechenland, Polen und Spanien und Portugal sich bereit erklärt haben, uns heute zu informieren und mit uns ins Gespräch zu kommen. Und ebenso danke ich auch Herrn Professor Muno für einen ersten Impuls und dann eben auch für die Leitung des Gesprächs. Und diese interessante Veranstaltungskonstellation mit drei Auslandskollegen fordert eigentlich direkt dazu heraus, einen kurzen Blick auf die internationale Ausrichtung der Adenauer Stiftung zu werfen. Und keine Sorge, ich tue das in aller Kürze. Ich werde mich wirklich ganz kurz fassen. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat einen Auftrag darin, sich für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und für die soziale Marktwirtschaft einzusetzen. Schon früh hat man erkannt, dass diese Arbeit auch international gedacht werden muss, wenn man denn eine nachhaltige Wirkung erzielen möchte. Dies gilt umso mehr, je stärker die Länder durch politische, wirtschaftliche, kulturelle etc. Bündnisse, Abkommen, Vereinbarungen und so weiter miteinander verbunden sind. Dies gilt aber auch per se, denn Länder haben ja immer irgendeine Beziehung zueinander und ein Austausch, ein sich kennenlernen, gemeinsame Projekte sind zweifelsohne ein wichtiger Baustein, dass sich Beziehungen entwickeln und hoffentlich in einem guten Sinne entwickeln. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat schon frühzeitig auf eine europäische und internationale Zusammenarbeit gesetzt und seit den 60er Jahren Auslandsbüros eröffnet. Im Laufe der Zeit hat sich dann ein weltweites Netzwerk von über 110 Büros in über 80 Ländern entwickelt. Innerhalb Europas ist die Adenauer-Stiftung in fast jedem Land mit einem eigenen Auslandsbüro vertreten. Demokratie und Rechtsstaatlichkeit haben in der
EU eine höchste Wertigkeit, aber es gibt eben Parteien, Bewegungen, Regierungen etc., die diese Ordnungen entweder in Gänze ablehnen oder aber missachten oder geringschätzen. Genau darauf wollen wir heute schauen, darum geht es. Und ich freue mich sehr auf den Austausch, auf die Information und ich überreiche das Wort nun an Herrn Professor Muno. Ja, vielen Dank, Frau Kasten, vielen Dank, Frau Brehme. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Diskussionsveranstaltung. Sie haben es wahrscheinlich schon mitbekommen und es wurde auch eben schon angedeutet, wir stehen kurz vor dem Dritten Weltkrieg. So zumindest hat es der polnische Ministerpräsident Mateusz Mazowiecki ja kürzlich ausgedrückt, als er die Streitigkeiten, müsste man sagen, zwischen der EU und Polen angesprochen hat. Zum Hintergrund, seit 2015 laufen eigentlich Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen über die polnische Justizreform mit der EU. Im Oktober gab es dann einen Entscheid des polnischen Verfassungsgerichts, wonach europäische Gesetze und einige auch Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs im Widerspruch zur polnischen Verfassung stünden. Und sie postulierten den Vorrang der polnischen Verfassung vor EU-Recht und den Vorrang der polnischen Souveränität vor der Integration. Das Ganze war dann sozusagen der letzte Höhepunkt. Und Ende Oktober hat der EuGH Polen zu einer Strafzahlung, Sie werden es gelesen haben, von 1 Million Euro pro Tag verurteilt. Das Ganze führt interessanterweise auch zu Streitigkeiten innerhalb der EU. Das Parlament wiederum hat die Kommission ja mit einer Klage bedroht, wenn sie nicht tätig werde und gegen Polen vorginge. Und so hat dann heute auch gerade die EU-Kommission an Polen und Ungarn einen förmlichen Brief geschickt mit dem Verlangen nach Auskunft und Stellungnahme. Die beiden Länder haben jetzt 2 Monate Zeit, etwas zu sagen. In der Zwischenzeit wird auch ein Gerichtsverfahren über den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus entschieden. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht mit diesen ganzen Streitigkeiten. Wir haben 2 Aspekte. Wir haben einmal, die wir diskutieren werden können und müssen. Einmal die Situation in den Ländern, aber auch die Grundfrage, was für ein Europa wollen wir eigentlich, wo soll es mit Europa hingehen? Leider ein Thema, das wir ja im Bundestagswahlkampf überhaupt nicht gehört haben. Das kam ja gar nicht zur Sprache. Insofern ist es sehr gut und sehr schön, dass wir jetzt hier qualifizierte Länderexperten auch haben. Wir haben hier David Gregorz, der die Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen vertritt. Davor war er in Santiago de Chile einige Jahre. Könnten wir auch gerne drüber reden. Da gab es auch jetzt am Sonntag Wahlen, die sehr interessant ausgegangen sind. Aber das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Wir haben auch hier Wilhelm Hofmeister, der auch lange Jahre in Asien, in Lateinamerika, Brasilien unter anderem, für die Konrad-Adenauer-Stiftung tätig war und derzeit das Landesbüro oder die Arbeit der Stiftung in Spanien und Portugal leitet. Und wir haben Henri Bonnet, der das Büro in Griechenland leitet und davor unter anderem in Serbien, Montenegro, Mazedonien und Russland tätig war. Also hier ein breites Spektrum. Und wie schon gesagt, gibt es hier Streitigkeiten seit mehreren Jahren, beziehungsweise die Frage, worauf basiert eigentlich die Europäische Union? Und ein zentrales Element, wenn wir uns den Europäischen Unionsvertrag oder den sogenannten Lissabon-Vertrag anschauen, das ist die derzeit geltende Rechtsgrundlage, da steht dann in Artikel 2, werden die Werte aufgelistet, auf denen die EU sich gründet. Unter anderem Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Wahrung der Menschenrechte. Das ist jetzt nicht neu, bereits schon bei den römischen Verträgen hat man darüber gesprochen, dass die europäische Integration auch der Festigung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit dienen sollte. Also das hat sich im Laufe der Jahrzehnte eigentlich nur weiterentwickelt. Diese Grundwerte sind einerseits Beitrittsbedingungen für neue Mitglieder. Die wurden dann in den 90ern schon formuliert als die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Da gab es ja 3 Kriterien für Beitrittskandidaten. Ein politisches Kriterium, institutionelle Stabilität, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
Schutz der Menschenrechte, Minderheitenschutz beispielsweise. Es gab ein ökonomisches, oder es gibt immer noch, sind ja immer noch gültig im Grunde genommen, ein ökonomisches Kriterium. Neue Beitrittsländer müssen eine funktionsfähige und wettbewerbsfähige Marktwirtschaft vorweisen können. Und wir haben dann als drittes Kriterium die Übernahme des sogenannten Acquis Communautaire. Das heißt, der gesamte Rechtsbestand der EU, alle Verordnungen, Richtlinien, Regeln der EU müssen die Beitrittsstaaten, neue Mitgliedstaaten übernehmen. Und das sind so schätzungsweise ungefähr 40.000 DIN A4-Seiten waren es vor einigen Jahren ungefähr. Das ändert sich sozusagen immer wieder. Das wird geprüft. Es gibt für die neuen Mitgliedsländer regelmäßige Fortschrittsberichte. Da wird dann im Einzelnen genau geprüft, ob beispielsweise die Rechtsstaat funktioniert, wie es mit der Korruptionsbekämpfung aussieht. Und die werden dann regelmäßig vorgelegt. Und so ein Beitrittsverfahren dauert ja auch mehrere Jahre, wenn wir daran nachdenken, wie lange es gedauert hat, bis das jüngste Mitglied Kroatien beitreten konnte. Oder mit anderen Ländern wird jetzt etwa Serbien, Türkei, wird seit vielen, vielen Jahren verhandelt. Mit der Türkei geht es nicht wirklich vorwärts. Mit den Ländern auf dem Balkan wird es vielleicht mal ein bisschen vorwärts gehen. Aber das ist ein mehrjähriger Prozess, in dem immer wieder geprüft wird. Das betrifft aber nur die Beitrittsländer. Ja? Wie sieht es aus mit den Mitgliedstaaten, die bereits Mitgliedstaaten sind? Da ist man anfänglich davon ausgegangen, die teilen ja diese Werte und werden sie auch dann so entsprechend hochhalten, hat dann aber recht schnell erkannt, das ist nicht ganz ausreichend und man braucht dann auch Mechanismen, man braucht dann Möglichkeiten, die Rechtsstaatlichkeit auch in den existierenden Mitgliedsländern zu prüfen. Zum einen ist dann im Laufe der Jahre eine Konkretisierung vorgenommen worden, was Rechtsstaatlichkeit eigentlich bedeutet, jenseits dieser abstrakten Werte. Darin wurden dann auch Gerichtsurteile des Europäischen Gerichtshofs involviert, aber auch Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und auch Elemente des Europarates, der sich auch mit Fragen von Rechtsstaatlichkeit beschäftigt hat. Und Kern ist dann dieser Definition von Rechtsstaatlichkeit, ist die Bindung aller Staatsorgane an Recht und Gesetz, also als Legalitätsprinzip, und die Kontrolle durch eine unabhängige Judikative. Und das ist dann auch des Pudels Kern, der diskutiert wurde. Im Laufe der Jahre hat der EuGH, der Europäische Gerichtshof, dann auch seine Rolle ausgeweitet und beansprucht mittlerweile auch die nationale Justiz allgemein hinsichtlich ihrer Funktionsweise prüfen zu dürfen und zu können. Und das ist natürlich dem einen oder anderen Land, das auf seine Souveränität pocht, ein Dorn im Auge, speziell Polen. Das haben wir ja schon angesprochen. Die Einhaltung dieser Rechtsstaatsprinzipien, das wurde damals auch schon im Europäischen Unionsvertrag sozusagen integriert. In Artikel 7 Absatz 1 EIV steht, dass der Rat auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der Kommission mit der Mehrheit von 4/5 des Rates nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Werte feststellen kann. Und danach spricht man Empfehlungen aus. Das hört sich jetzt nicht besonders krass an, um es mal so auszudrücken, nicht besonders scharf. Und das ist es auch in der Tat nicht. Es gibt dann die nächste Stufe. Das ist dann ein Verfahren nach Artikel 7 Absatz 2 des Lissabon-Vertrages. Da steht, dass der Rat auf Vorschlag von einem Drittel seiner Mitglieder nach Zustimmung des Parlaments einstimmig feststellen kann, eine Verletzung liegt vor. Und dann können bestimmte Rechte ausgesetzt werden, zum Beispiel das Stimmrecht mit einer qualifizierten Mehrheit. Natürlich ist das Land, um das es dann geht, nicht stimmberechtigt, sonst wäre ein einstimmiges Verfahren ja völlig absurd. Also das muss dann außen vor bleiben. Und diese Mechanismen wurden ausgebaut und das nennt man dann den Rechtsstaatsmechanismus. Das heißt, die Kommission soll und kann dann kontrollieren und auch sanktionieren, wenn die Werte verletzt werden. Seit 2020, wie gesagt, gilt dann, dass auch Zahlungen eingeschränkt werden können. Dagegen wiederum hat Polen und Ungarn geklagt und diese Klage ist momentan wiederum beim Europäischen Gerichtshof anhängig, der im Laufe dieser Woche entscheiden soll. Vielleicht bekommen wir das, also heute jetzt sicherlich nicht, aber in den nächsten Tagen bekommen wir das mit.
Als Fazit kann man das ein Zitat nehmen des Europarechtlers Jan Bergmann. Hat er in dem jüngst erschienenen Europa-Handbuch, ist dieses Jahr vor einigen Wochen bei Nomos erschienen, ein 1000-Seiten-Wälzer mit allen europäischen Fragen. Die EU, so schreibt Jan Bergmann, ist eine Rechtsgemeinschaft, die auf Recht, auf Recht sowie aus Recht gebaut ist, die durch Recht regiert wird und ohne einheitlich akzeptierte und durchsetzbare Regelungen nicht funktionieren kann. Wie gesagt, gibt es dann einige Länder, die zumindest die Recht anders interpretieren und dementsprechend auch Demokratie vielleicht auch anders interpretieren. Denn das Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist im Grunde in der politikwissenschaftlichen Forschung nicht genau ausdefiniert. Also was ist zuerst da, das Huhn oder das Ei? Wir können auf jeden Fall sagen, es sind zwei Seiten einer Medaille. Denn eigentlich funktioniert Demokratie nicht ohne Rechtsstaatlichkeit. Und es gibt auch keinen wirklich funktionierenden Rechtsstaat ohne eine funktionierende Demokratie. Alles andere sind nur eingeschränkte Elemente. Um dem Ganzen sich zu nähern, hat dann auch die EU zum ersten Mal seit überhaupt einen Rechtsstaatsbericht im letzten Jahr vorgelegt. Und in diesem Rechtsstaatsbericht wurde der Zustand aller Justizsysteme, Korruptionsbekämpfung war ein zweites Element, Medienpluralismus, hat Frau Kasten eben angesprochen, und die institutionelle Kontrolle und Kontrollmechanismen, die wurden untersucht für alle Mitgliedstaaten. Das ist ein sehr umfangreiches Dokument. Wie gesagt, es gibt für jedes Land dann einen sozusagen Country Report. Auch Länder wie Deutschland oder beispielsweise oder auch Italien wurden auch schon mehrfach in der Vergangenheit für Rechtsstaatsprobleme kritisiert, wenn wir daran denken, wie etwa mit Flüchtlingen umgegangen wird oder mit der Dublin-Regel. Das wurde ja auch dann zeitweise außer Kraft gesetzt. Speziell in Deutschland beispielsweise oder für Deutschland wurde auch Kritik an der Weisungsbefugnis von Justizministern an Staatsanwälten ausgedrückt, weshalb Deutschland auch, wie Sie gleich sehen werden, sozusagen nicht den höchsten Wert bekommt in dieser Kategorie. Für die Länder, mit denen wir uns hier beschäftigen, also auch kritisiert wurde eine überlange Verfahrensdauer für Deutschland. Für Griechenland, hier wurde festgestellt, dass es sehr viele Justizreformen auch im Rahmen der wirtschaftlichen Anpassungsprozesse gab, die aber nur teilweise umgesetzt wurden und vor allen Dingen auch eine überlange Verfahrensdauer wurde mehrfach kritisiert. Ich fasse jetzt nur die Rechtsstaatskommentare zusammen und nicht alle anderen Beispiele, das wird dann ein bisschen kürzer werden. Spanien wurde kritisiert, das Verhältnis zwischen Generalstaatsanwalt und Exekutive sei unklar. Und Polen, da gibt es etliche Punkte, die man ansprechen könnte. Insbesondere gibt es dort seit der begonnenen Justizreform 2015 kann der Justizminister Richter und Staatsanwälte entlassen oder die Amtszeit verlängern. Der Justizminister ist gleichzeitig Generalstaatsanwalt und es gibt eine Disziplinarkammer, die Inhalte von Gerichtsentscheidungen sanktionieren kann. Für Ungarn beispielsweise wurde kritisiert, dass das Verfassungsgericht erhöht wurde von 11 auf 15. Ein Hochschulgesetz wurde im Rahmen der Diskussionen schon kritisiert, das als Anti-Soros-Gesetz gilt. Da wurde ein Gesetz erlassen, wonach die ausländische Finanzierung von Universitäten nicht zulässig ist und eine wichtige Stimme, sagen wir mal, für Demokratie und Rechtsstaat in ganz Osteuropa ist die Central European University, die früher ihren Sitz in Budapest hatte und von der Open Society Stiftung von George Soros finanziert wurde. Die hat mittlerweile formal ihren Hauptsitz nach Wien verlegt, weil sie nur so quasi weiterarbeiten kann. Wie gesagt, Deutschland wurde im Rechtsstaatsbericht kritisiert. Es gibt aber auch hier Streitigkeiten ein bisschen. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020, in dem der Ankauf von Staatsanleihen der Europäischen Zentralbank kritisiert wurde, beziehungsweise das Primat des deutschen Parlaments, das nicht ausreichend gewürdigt wurde, kritisiert wurde. Im Gegensatz zu Ländern wie Polen vor allen Dingen, vielleicht auch Ungarn, ist in Deutschland aber das Bestreben, dass
einvernehmlich zu lösen, diese Problematiken, diese Diskussion. Und es scheint in Polen gerade zu eskalieren. Und wir werden gleich hören, wie es in Griechenland und Spanien beispielsweise aussieht. Bevor wir aber uns die Länder anschauen, wollte ich Ihnen einmal kurz eine Zusammenfassung zeigen. So, Sie sollten jetzt genau das Dashboard, das Rule of Law Dashboard sehen. Das ist von dem Lisbon Council erstellt worden. Obwohl er Lisbon Council heißt, also Rat von Lissabon, sitzt er in Brüssel und ist ein Think Tank und hat versucht, diesen Rechtsstaatsreport zusammenzufassen mit verschiedenen Punkten, also ein Ampelsystem. Das sehen wir hier unten beispielsweise für Justiz, wo Unabhängigkeit, Qualität und Effizienz aufgeführt wird. Und Sie sehen, Deutschland ist nicht so richtig gut überall gelb. Polen, hier wird die Unabhängigkeit rot eingeschätzt. Sie sehen hier die Karte für Europa. Die besten Werte bekommen Schweden und Finnland und auch Estland steht ganz gut da und andere Länder, da gibt es dann Einschränkungen. Korruption, Antikorruptionsmaßnahmen wurden bewertet. Da sehen Sie auch die Einstufung, die für die einzelnen Länder vorgenommen wurde. Und Frau Kasten hat die Freiheit der Medien angesprochen. Und hier sehen wir, dass Ungarn sogar mit Rot, also als Warnstufe, eingestuft wurde. Das hängt damit zusammen, dass Ungarn ja von einigen Beobachtern mittlerweile gar nicht mal mehr als Demokratie eingestuft wird. Das berühmte, in Schweden ansässige, mittlerweile berühmte Varieties of Democracy Project ist ein Bestreben der Universität Göteborg, Demokratie zu messen mit Tausenden von Mitarbeitern und Mitwirkenden in aller Welt, werden alle Länder eingeteilt und ihre Demokratiequalität wird versucht zu bewerten und zu messen. Und mit Ungarn ist jetzt vor kurzem das erste Mitgliedsland der Europäischen Union nicht mehr als Demokratie eingestuft worden, aufgrund der schwerwiegenden Probleme im Bereich von Rechtsstaatlichkeit, aber im Bereich auch der Einschränkung der Meinungsfreiheit durch Einschränkung von Medien, die dort nicht mehr frei arbeiten können, beziehungsweise sehr eingeschränkt sind. Ob die Einstufung richtig ist, darüber kann man streiten, denn wir wissen, es gibt noch freie Kommunalwahlen. Die Kommunalregierungen in Budapest beispielsweise sind ja in starker Opposition zur Orbán-Regierung. Und auch in Polen stehen demnächst Wahlen an. Und hier versucht auch die Opposition, sich zu positionieren, um gegen die PiS-Regierung sich in Stellung zu bringen und dann möglicherweise die Justizreform wieder zurückzudrehen. Das werden wir sehen. Das sind sozusagen die bekannteren Probleme. Polen fällt uns ein, Ungarn fällt uns ein. Wie sieht es aber aus mit Griechenland beispielsweise? Wir fangen mit Griechenland mal an. Wir werden dann hören von Herrn Hofmeister, was in Spanien für Probleme existieren und kommen dann zu dem etwas bekannteren Fall von Herrn Gregosch. Ja, soweit ein kleiner Rundumschlag. Und Herr Bonnet, vielleicht beginnen Sie jetzt mal und wollen uns kurz darlegen, was sind die Probleme in Griechenland? Ja, vielen Dank, Herr Professor Muno. Und ich möchte mich zuerst auch bedanken, dass ich eingeladen bin. Danke für die Möglichkeit, Frau Bremer. Und guten Abend in die Runde. Ja, ich sitze hier in Griechenland in der Wiege der Demokratie, wie das so schön heißt. Und man muss sagen, anders als das jetzt gerade für andere Länder dargestellt wurde, ist in Griechenland das Bekenntnis zur Demokratie und Europa, das Wort kommt ja auch aus dem Griechischen, mit voller Überzeugung hier noch aktuell und wird eigentlich auch im Alltag gelebt. Die Demokratie in Griechenland aber nichtsdestotrotz, das wissen wir alle, recht viele turbulente Jahre hinter sich. Ich möchte das kurz ein bisschen nochmal abreißen. Seit 2008 hat hier ja die Finanzkrise komplett eingeschlagen. Anders als in vielen anderen Ländern Europas waren die in Griechenland praktisch in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu spüren. Und innerhalb von 10 Jahren hat Griechenland fast 30% seiner Wirtschaftskraft verloren. Das ist etwas, was sonst normalerweise nur in Kriegen passiert. Und hat bis heute nicht den Standard von 2008 erreicht. Es liegt immer noch knapp ein Viertel unter der Wirtschaftskraft von 2008. Dazu kam Arbeitslosigkeit und Brain Drain. Wir kennen diese ganzen Begriffe und in Griechenland ist das weiterhin noch ein großes Problem und eine Herausforderung.
2015 kam dann die Migrationskrise dazu. Wir kennen die Bilder, wir haben sie vor Augen von den überfüllten Lagern und über der 1 Million Menschen, die über die Ägäis und durch Griechenland dann schließlich nach Europa weitergewandert sind und haben dann auch noch die Herausforderung mitten in der Finanzkrise gehabt, diese Migrationsströme zu managen. Und jetzt sind wir mitten in der Pandemie, wo Griechenland auch wieder sehr stark wirtschaftlich gelitten hat, aber anders als in Vorjahren doch auch positive Stärken gefunden hat. Und darüber spreche ich gerne dann auch später. Aber wenn wir jetzt erstmal zum Thema Rechtsstaat gehen, dann will ich mit der Kontrastierung zu den Krisen sagen, dass der Rechtsstaat in diesen ganzen Jahren nicht ins Wanken geraten ist. Obwohl Griechenland ja eins der ersten Länder war, das mit dem Populismus experimentiert hat. Sie alle erinnern sich noch an die Syriza, an Varoufakis und Tsipras. War es eins der ersten Länder, das Populisten dann auch an die Macht gewählt hat in diesen schwierigen Zeiten, ist der Rechtsstaat nicht ins Wanken geraten. Trotz erheblicher Kürzungen, die ja durch die verschiedenen auferlegten Einsparmaßnahmen von der EU und anderen Institutionen ja in dem griechischen öffentlichen Leben überall gegriffen haben. Vor allem also auch personell und finanziell wurden auch die Gerichte und die ganze Jurisprudenz natürlich auch gekürzt. Aber der Rechtsstaat hat weiter funktioniert. Es gibt Probleme, die hat der Professor Muno auch angesprochen. Vor allem fällt mir in erster Linie die langen Verfahren ein, die weiterhin eine große Herausforderung sind für jeden, gerade auch, sagen wir mal, für Investoren, die nach Griechenland gehen wollen und wissen, dass die Rechtsprechung sehr langsam funktioniert. Und es gibt natürlich auch neue Herausforderungen, die jetzt in einer Phase, wo ein Aufschwung spürbar war und auch spürbar ist, der aber noch recht leise daherkommt, natürlich auch die Rechtsprechung und den Rechtsstaat sozusagen herausfordern. Es fängt an mit dem Thema Migration und Asylverfahren, die in Griechenland vorher gar nicht bekannt waren, erst seit 2015 sozusagen massenhaft hier relevant geworden sind und ja auch Auswirkungen haben für ganz Europa, wie wir das wissen, wenn Asylersuchende oder auch Asylanten selber nach Deutschland zum Beispiel weiterreisen. Wir haben die Herausforderung von Neonazis. Sie haben bestimmt schon von der früheren Partei der Goldenen Morgenröte gehört, die jetzt nach kriminellen Verfahren fast alle die Mitglieder hinter Gitter geraten sind. Wir haben die MeToo-Bewegung, die relativ vor kurzer Zeit, erst vor einem Jahr hier hochgekocht ist. Wir haben natürlich Fragen rund um die Pandemie von Lockdown, Möglichkeit und Einschränkung der persönlichen Freiheiten bis zu einer Impfpflicht, die wir hier in Griechenland für Krankenhauspersonal haben, die wir in Deutschland noch nicht haben. Also alles Fragen, die hier sehr aktuell sind. Man muss aber sagen, es gibt diese positiven Entwicklungen. Unter anderem ist zum Beispiel jetzt eine Frau Staatspräsidentin geworden. Sie war früher mit Richterin am obersten Gericht in Griechenland und zeigt auch so, dass durch ihre Persönlichkeit erstens, dass sie eine Frau ist und zweitens, dass sie eine Richterin, eine Repräsentantin des Rechtsstaats ist, wichtig ist. Ich will nur ganz kurz eingehen auf das, was jetzt wieder funktioniert und die Herausforderungen, die es weiter gibt. Durch eine administrative Reform und viel Digitalisierung in den letzten Monaten hat sich in Griechenland das Blatt gewendet und ein Optimismus existierte in der Bevölkerung, den es eigentlich seit 10, 12 Jahren nicht mehr gab. Und vor dem Hintergrund blicke ich jetzt auch mit mehr und mit Optimismus auf die Entwicklung in Griechenland, auch was den Rechtsstaat angeht, auch wenn es die Herausforderungen gibt, die es in allen Ländern gibt, wie wir jetzt mit dem Klimawandel umgehen, wie Emissionsrechte oder wie die Emissionen, die Treibhausgasemissionen gekürzt werden können. Das sind alles Fragen, die natürlich in Griechenland auch bewegen. Aber das Grundsätzliche, was in den letzten 10 Jahren nicht existiert hat und jetzt seit 2 Jahren mit einer neu gewählten Regierung wieder da ist, ist eine proeuropäische politische Haltung, die anders als in Polen nicht mehr auf Konfrontation, sondern auf Kooperation setzt. Und die tatsächlich auch schon Früchte gebracht hat, was die wirtschaftliche, die gesellschaftliche, aber eben auch die rechtsstaatliche Entwicklung gebracht hat. Damit möchte ich jetzt erstmal schließen, um dann später für die Diskussion bereit zu stehen. Danke. Das Übliche, die Stummschaltung war noch aktiviert. Vielen Dank, Herr Bonnet. Ich möchte nochmal den Zuhörern, Zuschauern, ich sehe ja nur die schwarzen Kacheln hier, sagen, Sie können natürlich jederzeit jetzt schon per Chat Fragen stellen und wir werden dann nach der Diskussionsrunden
werden wir dann auch Live-Fragen zulassen. Aber wenn Sie jetzt direkt schon Fragen haben, schreiben Sie die in den Chat, dann werde ich die dann aufgreifen. Ja, gehen wir von Griechenland zu Spanien über, Herr Hofmeister. Auch hier ist das Mikrofon noch stumm geschaltet, wie bei mir eben. So, jetzt ist es zu hören wahrscheinlich. Jetzt läuft es. Also zunächst mal guten Abend nach Rostock an Sie, Herr Monau, die Damen Kasten und Bremer und natürlich auch die Teilnehmer. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Spanien ist seit etwas mehr als 40 Jahren eine Demokratie. Der Übergang zur Demokratie wird ja auch in der Literatur eben als beispielhaft gesehen. Die Spanier waren in der Lage, 1978 gemeinsam eine Verfassung auszuarbeiten, die die Grundlage darstellt für die Demokratie, wie sie sich jetzt in den letzten 40 Jahren entwickelt hat. Es gab einen großen Konsens damals über die politischen Lager hinweg. Alle Seiten haben etwas nachgegeben. Und insgesamt kann man sagen, hat sich Spanien und hat sich die spanische Demokratie sehr gut entwickelt, hat sich konsolidiert. Spanien ist zweifellos ein demokratischer Rechtsstaat. Allerdings, wie alle Demokratien, hat Spanien auch eine Reihe von Problemen, die das politische System herausfordern. Heute wäre es wahrscheinlich nicht mehr möglich, mit einem ähnlichen Konsens eine Verfassung auszuarbeiten wie vor 40 Jahren, etwas mehr als 40 Jahren, 1978, weil die politischen Lager sich sehr polarisiert gegenüberstehen. Das war zwar schon in der Vergangenheit der Fall, aber das hat sich, wie auch einige andere Beobachter meinen, in den letzten Jahren noch verschärft. Es ist sehr schwierig, über diese Lager, die ziemlich festgefahren sind, Konsens und Kooperation zu erreichen. Und darunter leiden dann auch andere Bereiche, die die Demokratie mittelbar oder unmittelbar berühren. Wenn man sich vorstellt, dass innerhalb von 40 Jahren die Verfassung nur zweimal geändert wurde, und zwar nur auf Veranlassung der EU. Einmal wurde das kommunale Wahlrecht für europäische Bürger eingeführt und das andere Mal die Schuldenbremse. Über alle anderen sonstigen Themen, die eventuell auch im Rahmen der Verfassung einmal angegangen werden sollten, war es bisher nicht möglich, einen Konsens zu erreichen und wird es wohl auch in der nahen Zukunft nicht möglich sein, Konsens zu erreichen. Wir wissen alle, dass unsere Gesellschaften sich verändern und dass es nicht nur genügt, manchmal die Gesetze zu ändern, sondern dass man auch sozusagen die Grundprinzipien oder die Grundregeln etwas anpassen muss über Verfassungsänderungen. Das hat in Spanien nicht stattgefunden bisher und das belastet die Entwicklung. Das gilt unter anderem für die Regelungen der Dezentralisierung. Spanien ist ja ein Staat der sogenannten Autonomien. Es ist kein föderaler Staat in unserem Sinne, auch wenn das sehr nahe kommt. Spanien besteht aus 17 sogenannten autonomen Gemeinschaften und diese Gemeinschaften, die haben unterschiedliche Regelungen intern, aber auch in ihrer Stellung im Verhältnis zum Zentralstaat. Es gibt einige autonome Gemeinschaften mit relativ ausgedehnten Autonomierechten oder bestimmten Sonderrechten. Da sticht vor allem hervor das Baskenland und Navarra als sogenannte historische Staaten, aber auch Katalonien hat viele Sonderrechte, die es in anderen autonomen Gemeinschaften gar nicht gibt. Und da bin ich schon bei einem der großen Probleme in Spanien, nämlich dem regionalen Nationalismus. Wir haben das in Deutschland ja mitgekriegt, als am 1. Oktober 2017 die katalanische Regierung die damalige staatliche Unabhängigkeit erklärt hat. Dann gab es große Konflikte um ein illegales Plebiszit. Die Regierung wurde dann abgesetzt, die Unabhängigkeit wurde zwei Tage später widerrufen, aber die Regionalregierung wurde abgesetzt und dieser Konflikt spielt weiter fort, den gibt es schon seit langem und der hatte sich in diesen Jahren jetzt verschärft und es ist nicht absehbar, dass er in nächster Zeit gelöst werden kann. Die Differenzen werden weiter bestehen. Auf der anderen Seite werden die nationalistischen Parteien
in Katalonien momentan gebraucht für die Regierungsbildung sozusagen in Madrid. Denn in Madrid haben wir eine Minderheitsregierung. Das zweite Problem, was ich hier nennen will, neben dem Nationalismus, ist die Zersplitterung des Parteiensystems in Spanien, wie in vielen anderen Ländern auch, ist Spanien in den letzten Jahren davon sehr stark betroffen. Spanien hatte früher einen sogenannten Bipartismo. Das war mehr oder weniger bis 2011 oder noch bis 2015, 16 der Fall. Aber seither haben die beiden großen Parteien, die Sozialisten auf der einen und die Volkspartei auf der anderen, erheblich an Stimmenanteilen verloren. Und dadurch sind die kleinen Parteien wichtiger geworden. Und das spanische Wahlrecht trägt noch dazu bei, dass die regionalistischen Nationalisten oder die regionalen Nationalisten, dass sie besonders stark im nationalen Parlament vertreten sind, sodass es also vor zwei Jahren nur mit der Unterstützung von 10 Parteien, darunter etliche nationalistische Parteien, möglich war, eine Regierung zu bilden. Und das ist auch wiederum nur eine Minderheitsregierung, die sich also ständig mit den Nationalisten und anderen Regionalparteien verständigen muss, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Und jetzt beispielsweise steht auch um den Haushalt zu verabschieden. Das ist deswegen ganz wichtig, weil auch Spanien natürlich auf die Fonds aus Europa hofft, aus dem Wiederaufbaufonds. Und dazu muss ein Budget vorgelegt werden, was von der Europäischen Kommission akzeptiert wird. Also das heißt, die Polarisierung, der regionale Nationalismus, die Zersplitterung des Parteiensystems, das sind große Probleme, die sich unter anderem auch auf das Justizsystem auswirken, weil es seit einigen Jahren keine in den Regelungen, in der Verfassung und sonstigen Regelungen vorgesehene Erneuerung bestimmter Positionen im oberen Bereich des Justizwesens gegeben hat. Das betrifft das Verfassungsgericht, aber es betrifft auch andere Gerichte. Und da stehen sich seit langem die Volkspartei und die Sozialisten einander auf den Füßen und haben diesen Prozess nicht vorangebracht. Und das ist jetzt auch schon von der Europäischen Kommission kritisiert worden als ein Problem, was also die Staaten, die rechtliche, das Rechtssystem beeinträchtigen könnte. Und es hat jetzt zwar in der vergangenen, vorletzten Woche eine Abstimmung gegeben im Parlament, wo dann einige Richter des Verfassungsgerichts erneuert wurden, neu gewählt wurden vom Parlament. Das war dann auch sehr umstritten, weil ein Kandidat zumindest sehr umstritten ist. Aber es fehlt noch in anderen Teilen und es wird wahrscheinlich nicht so leicht sein, dass die Parteien diese Reform des Justizsystems hinbekommen. Mit großer Aufmerksamkeit in Deutschland wird dann auch beobachtet, dass auch in Spanien in den letzten Jahren eine sogenannte rechtspopulistische Partei stark geworden ist, Vox. Diese Partei ist vor allem deswegen stark geworden, weil sie die Haltung der traditionellen Parteien gegenüber Katalonien, gegenüber den Nationalisten Kataloniens kritisiert hat und dafür drastische Regelungen plädiert. Und das hat bei vielen Leuten verfangen. Daneben versucht diese Partei auch noch ein paar andere Themen mitzuspielen, Migration oder auch traditionelle Themen wie die Verteidigung des Stierkampfes oder so. Aber im Grunde genommen ist die Partei groß geworden wegen des regionalen Nationalismus. Und das zeigt dann, dass also diese extremen Positionen sich gegenseitig immer wieder unterstützen im Grunde genommen. Das ist halt auch in Spanien der Fall. Ansonsten, also dass diese Prozesse, die bestehen und die werden wahrscheinlich auch fortbestehen. Bestimmte Rahmenbedingungen sind sehr stabil in Spanien. Also die Medien sind frei, sind leider Gottes auch sehr polarisiert. Die Medien reflektieren im Grunde genommen die Polarisierung der Politik. Es gibt kaum unabhängige Medien oder Medien, die so ein bisschen mit einer gewissen Distanz auf die Politik schauen, sondern da wird auch immer kräftig
draufgehauen, je nachdem, für welche Seite man eintritt. Spanien war sehr stark betroffen im vergangenen Jahr durch die Corona-Krise, durch die Corona-Pandemie. Wir wissen, dass es sehr hohe Sterberaten gab und so weiter. Mittlerweile hat die Situation Gott sei Dank sehr stabilisiert. Die Zahlen sind gering. Die Infektionen und die Erkrankungen, die Impfrate ist sehr hoch in Spanien. Die Leute sind dankbar, dass geimpft werden kann, weil sie natürlich nicht so gepäppelt werden wie bei uns mit staatlichen Zuwendungen. Und da waren alle froh, dass sie jetzt wieder arbeiten können. Also das ist so die aktuelle Situation in Spanien. Spanien ist kein Fall sozusagen für besondere Kritik seitens des europäischen Demokratiemonitors. Aber wie alle Demokratien hat Spanien auch eine Reihe von Problemen, wo man sich wünschen würde, dass die politischen Akteure diese besser lösen würden. Ja, vielen Dank, Herr Hofmeister. Ja, die aktuelle Situation in Spanien, da gucken wir ein bisschen neidisch drauf. Wir haben eine Partnerschaft, ein Erasmus-Abkommen mit der Universidad Autónoma in Madrid. Und die Kollegen, ja, denen geht es ein bisschen besser als uns momentan in Deutschland. Ja, vielen Dank zu Spanien. Und wir kommen jetzt zu Herrn Gregosch, der uns über Polen auf den aktuellen Stand bringen wird. Ja, vielen Dank. Schöne Grüße in die Runde. Es war sehr interessant, meinen Kollegen zu lauschen. Herr Munio, vielen Dank für Ihre Einführung. Der Fall Polen ist sicher ein besonderer, wenn wir dieser Tage auf die Europäische Union schauen, möglicherweise noch vergleichbar mit den Entwicklungen in Ungarn in den letzten Jahren. Aber als eines der wichtigsten osteuropäischen Länder ist das natürlich für die Europäische Union eine unglaubliche Herausforderung, die sich hier in den letzten Jahren einfach entwickelt hat. Man kann vielleicht feststellen, dass die polnische Demokratie zumindest seit 2015 einem erheblichen Stresstest ausgesetzt ist. Und dieser Stresstest ist verbunden mit zwei Phänomenen, die immer mal wieder jetzt auch in der Diskussion schon anklangen, mit dem Phänomen der Polarisierung und mit dem Phänomen des Populismus. Das sind weltweite Phänomene. Sie haben darauf rekurriert, dass ich in Chile war. Wenn Sie sich die Wahlergebnisse anschauen in Chile, erleben wir auch dort Populismus und Polarisierung. Das Land zerfällt in zwei Lager. Wir sehen es in den USA und letztlich ist auch in Polen Ähnliches zu beobachten. Und als Ergebnis von Polarisierung und Populismus ist hier eben eine Regierungskonstellation, ein Dreierbündnis an der Macht, die sehr stark versucht, die Demokratie umzubauen. Ich tue mir schwer, Sie merken das mit diesem Begriff, aber wenn wir mit unserem Partnernetzwerk sprechen oder mit Experten, die Polen seit sehr langer Zeit beobachten, dann muss man sagen, umbauen. Und für mich deutet eben vieles darauf hin, dass wir uns auf einem sukzessiven Weg von Demokratie zu Demokratur befinden. Das machen ja viele Rechtsstaatsreports unabhängiger Institutionen, der Europäischen Kommission und anderer deutlich. Wir haben also deutliche Probleme im Bereich der Unabhängigkeit der Justiz. Sie haben da Elemente genannt. Das Beispiel Justizminister, Generalstaatsanwalt ist sicherlich exemplarisch zu nennen. Die Disziplinarkammer, die ja letztlich schon im Namen den exekutiven Auftrag oder Wunsch enthält, Richter disziplinieren zu können. Und das ist ja ein Widerspruch in sich in einer Demokratie, wo diese drei Säulen, Exekutive, Legislative, Judikative unabhängig sein sollen. Also Disziplinarkammer ist ein Riesenthema. Und auch der Landesjustizrat, der die Ernennung der obersten Richter hier vornimmt, ist immer wieder ein Kritikpunkt der Europäischen Kommission. Darum drehen sich ja letztlich auch diese ganzen Stichworte, die immer wieder in der Debatte sind, EuGH-Urteile, Vertragsverletzungsmechanismen, Rechtsstaatsmechanismus, all das hat eben vor allen Dingen mit den Entwicklungen im Justizwesen in den letzten Jahren zu tun. Und man muss sagen, dass das seitens der Regierungspartei PiS, Recht und Gerechtigkeit, ihr Name, ganz bewusst und in den letzten Jahren sehr systematisch vorangetrieben wird, auch nach dem EuGH-Urteil vom 7. Oktober, des Verfassungsgerichtsurteils vom 7. Oktober, also Unvereinbarkeit polnischer Verfassung und EU-Recht, wird hier noch nachgelegt. Also man befasst sich jetzt sozusagen mit einer Reform der Amtsgerichte. Man versucht weiter im Justizwesen Fakten zu schaffen. Und das sind einfach keine guten Entwicklungen, die ich hier einfach widerspiegeln muss. Und Ähnliches lässt sich eben berichten für das Thema
Medienvielfalt, Medienfreiheit und auch für das Thema Minderheitenschutz, Minderheitenrechte, insbesondere LGBT-Community. Sie haben das gehört, die LGBT-freien Zonen, die immer wieder kritisiert wurden aus der europäischen Ebene. Und das sind eben die drei großen Sorgen, die sich mit Polen immer wieder verbinden, also Justiz, Medienlandschaft und eben Minderheitenschutz. Und die letztlich eben die Frage auch aufwerfen, ist Polen eigentlich noch ein vollständig demokratischer Staat? Experten haben daran eben Zweifel aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre. Ich würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf auf die Gründe dieser Entwicklung, weil ich glaube, die sind auch nicht in Westeuropa und schon gar nicht, wenn man Blick auf Osteuropa schaut, das ist nicht immer richtig reflektiert worden. Und ich glaube, wir müssen uns noch mal viel stärker mit diesen beiden Herausforderungen, Polarisierung und Populismus für Demokratien, beschäftigen. Das sind ja auch Trends und Phänomene, die auch Autokratien herausfordern. Nur hat eine Autokratie wie China ganz andere Mechanismen, diese Polarisierung nicht transparent zu machen oder den Populismus für sich selbst zu nutzen. Auch Saudi-Arabien fällt mir da als zweites Beispiel ein. Das ist einfach ein Phänomen unserer Zeit und ich möchte es gerne zurückführen oder würde es gerne zurückführen auf drei Erklärungsmuster. Zum einen gibt es sozioökonomische Erklärungen für dieses Phänomen Populismus. Es gibt kulturell-ideologische Erklärungen für das Phänomen Populismus. Und letztlich gibt es einfach eine Unzufriedenheit mit den Entscheidungsprozessen und auch dem Outcome etablierter Demokratien. Und dieser Dreiklang ist sozusagen Wesenskern von Populismus. Und dieser Dreiklang ist auch das, was wir in Polen noch mal stärker berücksichtigen sollten, wenn wir uns die Entwicklungen in den letzten Jahren anschauen. Die Regierung, wenn man ihr zuschaut, argumentiert immer wieder, nicht Polen hat sich verändert in den letzten Jahren, sondern die Europäische Union, indem sie aus der Sicht der Regierung falsche Prioritäten setzt, etwa einen sehr starken Fokus auf das Thema Klima, Umwelt, Energie, auf das Thema Minderheiten, Minderheitenschutz, einen starken Aspekt setzt und indem stark zentralisiert wird, sozusagen aus der Perspektive Warschaus. Und ich glaube, hier kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt auch nochmal, den Sie erwähnt haben, Herr Munio, am Anfang, mit Blick auf die Finalität Europas. Ich glaube, uns fällt ein Stück weit auf die Füße, dass die Diskussion über Ziel und Zweck der Europäischen Union nicht intensiv genug geführt wurde, gerade auch mit den mittel- und osteuropäischen jungen Demokratien, die es ja nach wie vor sind. Welchen Zweck und welches Ziel hat die Europäische Union? Das wird nämlich in Ost- und Mitteleuropa ganz anders gesehen als in Westeuropa zum Teil. Die Ever Closer Union, die zum Teil eben in Frankreich propagiert wird und möglicherweise jetzt auch mit der neuen Bundesregierung, ist hier definitiv nicht das Ziel, das Ende der Europäischen Union, sondern man sieht sich hier im Grunde in einem Verbund souveräner Nationalstaaten weiterhin und möchte in diesem Verbund auch bleiben und nur die großen Fragen vergemeinschaften. Und wenn man jetzt schaut auf das Verfassungsgerichtsurteil hier in Warschau mit Blick auf EuGH-Recht, dann ist genau das die Argumentation. Brüssel hat keine Souveränität in einen Rechtsbereich, der nicht vergemeinschaftet wurde, hineinzuregieren. Unabhängig davon, was in diesem Rechtsbereich jetzt sozusagen entschieden würde, das Thema Justiz, Disziplinarkammer, Verfahren zur Ernennung der Richter ist nicht vergemeinschaftet worden, deswegen hat der EuGH hier kein Recht darüber zu urteilen. So ist die Argumentation der polnischen Regierung. Und dahinter steckt eben diese Frage, ja, was ist denn sozusagen eigentlich Ziel und Zweck der Europäischen Union? Und wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass diese Frage in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren Teil dieser Debatten bleiben wird. Die Gerichtsurteile sind jetzt gesprochen von beiden Seiten. Die Situation ist verfahren. Ich glaube nicht, dass man in der kurzen Frist auf ein großes Entgegenkommen der Warschauer Regierung rechnen kann, weil, das muss man auch ganz klar sagen, dass für das Elektorat der Peace-Wählerschaft sozusagen mobilisierend wirkt. Migrationsthema, das ist ja das zweite Thema, belarussische Grenze und Euro-Kritik sind mobilisierende Elemente für die Wählerschaft der Peace und deswegen nutzt es der Regierung hier auch kritisch gegenüber Brüssel zu sein. Für Europa, für Brüssel steht viel auf dem Spiel, wenn man sich wie die Vizepräsidentin der Kommission, Frau Barley, oder auch das Europäische Parlament
sehr, sehr scharf gegenüber Polen äußert und auch unsauber argumentiert, schneidet man sich letztlich, glaube ich, selbst ins eigene Fleisch. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Recovery Fund. Es werden ja jetzt Mittel zurückgehalten, die nach Polen fließen sollen. Die Europäische Union als Ganzes hat sich die Aufgabe gesetzt, die Ziele von Paris zu erfüllen. Und mit diesen Recovery Fund Mitteln geht ja sehr viel auch einher, was den Umbau, die Transformation, den Umbau der Volkswirtschaften betrifft. Und beim Thema Digitalisierung soll auch viel gemacht werden. Wenn das Geld jetzt zurückgehalten wird, hilft das der Europäischen Union eigentlich nicht. Man schneidet sich ins eigene Fleisch. Und es zeigt letztlich zum Schluss, dass Brüssel eigentlich für diesen Fall keine guten Mechanismen und Instrumente hat. Weder Sanktionen, Stimmrechtsentzug noch Geldzurückhaltung ist wirklich adäquat, um diesem Problemfall von Demokratie zu Demokratur gerecht zu werden. Und deswegen muss man nochmal sehr genau überlegen, wie man in einem Dialog, so schwer das ist, mit der aktuellen Regierung zu besseren Wegen findet. Mehr kann ich leider sozusagen auch nicht als positives Signal senden, aber ich glaube eben nicht, dass eine weitere Konfrontation auch angeheizt über das Europäische Parlament konstruktiv wäre, um diesen Streit beizulegen. Denn wir sehen ja, Polen ist in anderen Feldern ein wichtiger Partner von uns. Nochmal das Thema belarussische Grenze, da verteidigt man letztlich auch die Außengrenze der Europäischen Union. Ein kompletter Bruch mit Warschau kann auch nicht in unserem Interesse sein. Und man muss vielleicht auch versuchen, nochmal ein bisschen stärker auf Mittelosteuropa, auf deren Belange zu hören, um dann daraus einfach konstruktiv für die Demokratie zu arbeiten. Ja, vielen Dank für diesen bunten Strauß an vielen, vielen Themen. Ich glaube, auf jeden Fall werden wir die Frage, was heißt und zu welchem Ende betreiben wir europäische Integration, nochmal in den Mittelpunkt stellen. Aber ich wollte zuvor an alle drei eine Frage stellen, beziehungsweise wir haben schon erste Frage im Chat. Wie gesagt, wenn Sie möchten, schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat hinein. Die werden auch gleich aufgegriffen werden. Aber eine Frage, Sie haben es mehrfach schon so ein bisschen anklingen lassen, beziehungsweise wir haben jetzt eigentlich hauptsächlich über die Regierungen gesprochen. Und eben wurde auch schon gesagt, Herr Gregor sagte, eine Ursache für das Aufkommen von Populismus, auch da werden wir nochmal gleich drüber sprechen, so ein bisschen die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den Entscheidungen von Regierungen. Wenn wir uns jetzt die Zustimmung etwa zur europäischen Integration und zur EU in den einzelnen Ländern hier anschauen, da haben wir ja doch deutliche Unterschiede. Herr Bonnet, Sie haben eben gesagt, jetzt ist mal eine positive Stimmung in Griechenland aufgekommen. In den letzten Jahren, wenn man sich die Eurobarometerzahlen anguckt, war die Zustimmung Griechenlands zur EU auch bedingt durch die Probleme im Kontext der Finanzkrise ja doch sehr, sehr gering. Im Gegensatz dazu haben wir Polen, wo wir eine sehr hohe Zustimmung in der Bevölkerung eigentlich zu Europa haben, während die Regierung da ein bisschen kritischer ist. Und Sie haben es ja gesagt, das PiS-Elektorat ist dann auch ein bisschen europakritisch. Wie ist das sozusagen in einen Hut zu bringen? Und Herr Hofmeister, wie wären die Spanier da einzuordnen, die ja, glaube ich, auch grundsätzlich jedenfalls traditionell sehr europafreundlich waren? Weiß jetzt nicht, wie die aktuelle Situation aussieht. Da könnten Sie dann auch etwas dazu sagen. Wir fangen an mit Herrn Bonnet vielleicht. Wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, Professor Muno, ging es nochmal um die Zustimmung zu Europa? Ja, wie sieht die Stimmung in der Bevölkerung aus? Wir haben uns ja jetzt mehr mit den Regierungen so ein bisschen beschäftigt. Ja, also darauf hatte ich mich auch bezogen, dass trotz aller Turbulenzen, wie gesagt, der Populismus, Klima-, Migrations- und Finanzkrise, die grundsätzliche Zustimmung zu Europa in der Bevölkerung extrem weit verbreitet ist. Ich glaube, das ist ein Grund, weswegen auch rechtsradikale oder extrem populistische Parteien wie halt die Goldene Morgenröte oder auch die Syriza an ihre Grenzen gestoßen sind, weil Griechenland an der Peripherie von Europa als relativ kleines Mitgliedsland von gut 10 Millionen Einwohnern sich nicht leisten kann, mit der Drachme alleine den Weg in die Zukunft zu beschreiten. Zumal Griechenland, das wissen wir alle, sehr nervös ist, wenn immer es um die Türkei geht, den großen Nachbarn, der ja auch Ansprüche auf die Ägäis stellt, die immer wieder auch in den Schlagzeilen sind. Also vor dem Hintergrund kann ich nur wiederholen, die griechische Bevölkerung, genauso wie jetzt die griechische Politik, ist sich eindeutig dessen bewusst, dass sie zusammen mit der EU, zusammen im NATO-Verbund viel besser sicherheitspolitisch, aber auch europapolitisch aufgehoben ist. Okay, vielen Dank. Herr Gregosch, wie
sieht es mit der europafreundlichen Bevölkerung denn in Polen aus? Es gilt im Grunde das, was der Kollege Bonnet gesagt hat, auch für Polen. Die Zustimmung zur Europäischen Union auf einem abstrakten, auf einer abstrakten Ebene und abgefragt über sehr abstrakte Aspekte ist sehr, sehr hoch, wahrscheinlich am höchsten in der gesamten Europäischen Union. Und da hat natürlich seit dem Beitritt 2004 sozusagen auch nochmal der Nutzen, den Polen ganz unmittelbar erfahren hat aus den Zahlungen aus Europa, aus dem ganzen Element der Arbeitsfreizügigkeit und so weiter, das hat da eine große Rolle gespielt. Also es gibt eine große proeuropäische Grundhaltung, wenn man auf so einem abstrakten Level argumentiert. Aber man darf sich da auch nicht zu viel vormachen. Wenn man die Leute hier fragt, ganz konkret zu bestimmten Politikfeldern und Wegen, die Europäische Union einschlägt, ich nehme jetzt mal das Thema Energiepolitik, ja, Fit for 55, Transformation hin zu klimaneutralen Ökonomien, dann ist man hier sehr viel kritischer über diesen Weg und sagt sich auch, also das, was Brüssel da jetzt vorhat, nur auf Erneuerbare zu setzen, die Atomkraft sozusagen auch außen vor zu lassen, das machen wir so nicht mit. Das finde ich zumindest bedenkenswert, dass man auf bestimmten Politikfeldern, auch beim Thema Migration beispielsweise, eine gänzlich andere Haltung hat als dieser westeuropäische Imperativ, den man immer wieder eben auch aus Deutschland, Frankreich oder Brüssel vernimmt. Und damit mag sich auch erklären lassen, dass wir zwar eine hohe, abstrakte europäische Zustimmung haben, aber eine genauso hohe Zustimmung für diese Peace-Regierung, das muss man eben auch sagen, zu hoffen, Sie haben die Wahlen angesprochen, die sind 23, zu hoffen, dass diese Regierung schnell abgelöst oder aus dem Amt gejagt wird, ist, glaube ich, naiv. Das Phänomen Peace ist sehr persistent das Phänomen Peace schafft es, im Grunde dem einfachen Bürger sozusagen auch aufs Maul zu schauen und Dinge zu übersetzen in Politik, und die kritischen Politikfelder zu erkennen, die in Brüssel anders gesehen werden als in Warschau. Das muss man einfach, so ungern ich diese Partei da lobend erwähne, aber sozusagen politikstrategisch ist das schon hohe Schule. Und man darf nicht davon ausgehen, dass diese fragmentierte Opposition in 23 die Kraft hat, diese Partei abzulösen. Denn was Kollege Hofmeister sagt, ist auch hier richtig. Das Parteiensystem ist enorm in Bewegung. Die Bipolarität zwischen PO und Peace löst sich auf immer mehr. Das Phänomen der Bewegungen beobachten auch wir hier. Und es gibt im Grunde neben der Peace nur noch eine halb funktionierende PO und viele kleine andere Kräfte. Und hier droht aus der Sicht der Bevölkerung auch ein hohes Maß an Instabilität, wenn man eben nicht Peace wählt. Das muss man auch berücksichtigen. Okay, vielen Dank. Herr Hofmeister, Spanien, wie steht da die Bevölkerung zur EU? Ihr Mikro. So, nochmal, sehr positiv. Die Spanier haben immer, gehören mit zu den Ländern mit den höchsten Zustimmungsraten zur EU. Das ist auch über Parteigrenzen hinweg nicht hinterfragt. Alles, was Europa kommt, wird im Grunde genommen akzeptiert. Nicht zuletzt deswegen, weil Spanien, und das Gleiche gilt auch für Portugal, doch in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark unterstützt wurde von der EU. Und man weiß, dass ohne diese Unterstützung vieles nicht gemacht hätte werden können oder hätte gemacht werden können. In Spanien sind jetzt die Kohäsionsfonds und die Agrarfonds nicht mehr so relevant wie in Portugal. Aber natürlich warten jetzt die Spanier und die Portugiesen auf die Mittel aus dem Future Generations Fund zur Erholung der Folgen der Pandemie. Spanien gehört, ich glaube, es ist das Land mit den zweithöchsten Zuwendungen. Spanien erhält 140 Milliarden Euro. Das ist für spanische Verhältnisse eine sehr große Summe. Und in den vergangenen Wochen ging es ja darum, der EU vorzulegen, was man machen will mit diesem Geld, welche Reformen durchgeführt werden, sowohl im Rahmen der normalen Haushaltsplanung als auch eben mit diesen zusätzlichen Mitteln, die ja dann im Haushalt mit verplant werden. Und da gab es verschiedentlich einige Einsprüche seitens der EU, was zu hohe Subventionen für bestimmte Sektoren anging oder auch in der Rentenreform
beziehungsweise der Arbeitsmarktreform, da wollte die Regierung jetzt einiges mehr zurücknehmen, als der EU lieb war, von den Arbeitsmarktreformen, die Rajoy eingeführt hatte. Der hat das sehr stark liberalisiert, die jetzige Regierung, vor allem die Arbeitsministerin von Podemos, dieser linkspopulistischen Partei. Die wollten also viele viele Liberalisierungen wieder wegnehmen. Da hat sich die EU dagegen ausgesprochen und das hat jetzt dann auch dazu geführt, dass man sich in Spanien wieder angepasst hat. Also summa summarum kann man schon sagen, die Spanier sind sehr EU-freundlich. Woran es den Spaniern fehlt, meines Erachtens, im Hinblick auf die EU, ist etwas mehr an Eigeninitiative. Innerhalb der EU spielen die Spanier ja heute deswegen eine große Rolle, weil die Sozialisten die größte Gruppe innerhalb der sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament sind. Und kann schon sagen, traditionell sind die Vertreter der Volkspartei die größte Gruppe, die zweitgrößte Gruppe innerhalb der EVP-Gruppe. Das kann sich sogar noch ändern, falls die CDU sich nicht verbessert in den nächsten Jahren. Auf der Ebene sozusagen der Entscheider innerhalb der EU, da sind die Spanier nicht so prominent vertreten. Momentan gehört natürlich der Außenvertreter Borrell, ist einer der Vizepräsidenten, aber weil es ja verschiedene Vizepräsidenten gibt, ist seine Rolle im Grunde genommen eingeschränkt. Und er ist zwar sehr forsch, manchmal mit jetzt auch wieder mit diesem neuen Verteidigungsvorschlag, aber er ist keine sehr starke Stimme. Und die spanische Regierung, es gilt sowohl für die Sozialisten jetzt als auch für die vorhergehende Regierung, die lavieren immer so ein bisschen und haben im Grunde genommen zu vielen Fragen keine sehr ausgesprochenen eigenen Positionen, sondern Spanien guckt immer so ein bisschen, wie steht Deutschland, was will Deutschland, was will Frankreich, und so in dieser Gemengelage versucht sich dann Spanien zu verorten. Heute ist Spanien nach dem Brexit die viertgrößte Volkswirtschaft und da wäre es eventuell nicht schlecht, also noch vor Polen natürlich, nach Frankreich, Deutschland und Italien. Und da würden sich manche auch in Deutschland wünschen, dass die Spanier etwas proaktiver wären. Aber das fehlt noch. Eine Frage, wenn ich darauf gleich eingehen darf, die wurde gestellt aus den Zuschauern. Nach Puigdemont, das ist natürlich auch eine Frage, die Europa berührt. Puigdemont, der frühere Regionalpräsident von Katalonien, der nach dem Ende dieses Unabhängigkeitsprozesses geflohen ist. Einige andere seiner Regierungsmitglieder waren ja inhaftiert worden und zunächst zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden, die im vergangenen Jahr zu Begnadigungen geführt haben. Und Puigdemont entzieht sich dauerhaft der Justiz. Und er ist sogar zum Europaparlamentarier gewählt worden. Jetzt läuft ein Prozess der Aufhebung seiner Immunität, die aufgehoben ist, aber er dagegen prozessiert. Das muss jetzt noch vom Europäischen Gerichtshof entschieden werden, ob das rechtens war. Es ist schon ein bisschen seltsam, dass jemand, der nicht im Land lebt und nicht in das Land gehen kann, dennoch gewählt wird. In Chile hat es das jetzt by the way auch gerade gegeben, dass irgendeiner, der wegen Auszahlungsrückständen seiner Alimentenzahlungen da nicht nach Chile zurück kann, dass er ins Parlament, dass er sogar Präsidentschaftskandidat gewesen ist. Ja, ist auf die dritter Stelle gelandet sogar, ja, Präsidentschaftswahlen. Also es passiert, die Bürger, es sind ja nicht nur die Politiker, die sich seltsam verhalten, auch die Bürger verhalten sich ja manchmal seltsam. Auf jeden Fall zurückkommen zu Puigdemont, das hat vorübergehend schon die Einstellung gegenüber Europa belastet, bei einigen Gruppierungen, vor allem weil eben dieser sogenannte europäische Haftbefehl nicht vollzogen wurde, nicht zuletzt auch von Deutschland, denn Puigdemont war ja vorübergehend auch in Schleswig-Holstein inhaftiert auf der Durchreise. Also die Deutschen haben ihn freigelassen, die Belgier verweigern die Auslieferung. In Italien war er jetzt vorübergehend mal festgehalten worden, als er da bei einer Veranstaltung teilnahm, und ist auch wieder freigelassen worden. Also das für einige Gruppen in Spanien ist das schwer zu akzeptieren,
weil sie sagen, also wenn schon hier europäische Regelungen vorhanden sind und dann soll, und wenn Spanien als Rechtsstaat, als demokratischer Rechtsstaat gilt, dann muss man auch den Spaniern die Autonomie zugestehen, dass sie über solche Leute mit Buchstimmung selbstständig richten können. Also das belastet bei einigen schon die Zuversicht in die europäischen Institutionen, aber insgesamt ist die Zustimmung weiterhin hoch. Ja, ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch eine Frage an Herrn Hofmeister zu stellen, bevor wieder eine Frage an alle geht. Und zwar haben Sie ja, würde ich mich auch anschließen, gesagt, dass Spanien sich zu einem demokratischen Rechtsstaat entwickelt hat, was ein Modellfall einer paktierten Transition dargestellt hat. Ein Problem, das in den letzten Jahren vermehrt nach vorne gekommen ist und auch zur Polarisierung beiträgt, ist aber doch die mangelhafte Aufarbeitung der Vergangenheit. Da gab es ja ein Amnestiegesetz und das ist dann auch hoch umstritten. Wie geht man jetzt um? Es gab die Umbettung von Franco und diese riesige Gedenkstätte. Und das ist doch auch ein Thema, was auch zum Aufstieg so ein bisschen von Vox beigetragen hat, die ja doch den extrem rechten Rand so ein bisschen verkörpern. Oder die spielen zumindest auf der Klaviatur, oder? Ja, also ich würde sagen, mit dem Aufstieg von Vox hat es weniger zu tun. Also es ist natürlich ein wichtiges Thema. Spanien hat das nicht, also die Aufarbeitung der Vergangenheit, vor allem für ausländische Beobachter, denen fällt das immer wieder auf, dass mit den Spaniern schwer über die Vergangenheit zu sprechen, in das vor allem die Spanier selbst bisher nicht in der Lage gewesen sind, vernünftig über die Vergangenheit miteinander zu sprechen, zu fragen, wer hat wo welche Fehler gemacht. Es geht ja nicht nur um die Franco-Zeit, sondern es geht im Grunde genommen ja auch darum, warum ist es zu Franco gekommen, welche Fehler wurden eventuell oder wie hat sich die Republik dargestellt, was war der Anlass sozusagen der Militärintervention und später des Bürgerkrieges und so weiter und so fort. Also über diese ganzen Sachen wird zu wenig gesprochen. Es gibt immer noch diese sogenannten zwei Spanien, ja, also diese Polarisierung, die seit Jahrzehnten sozusagen anhält, die nicht überwunden ist. Jetzt hat die Regierung Zapatero hatte schon mal eine Initiative ergriffen und eine Ley de Memoria eingeführt, ein Erinnerungsgesetz, wo sozusagen von oben herab da bestimmte Formen der Vergangenheitsbewältigung dekretiert wurden. Der Geburtsfehler meines Erachtens dieses Gesetzes war, dass eben mehr oder weniger einseitig dekretiert wurde von der damaligen Mehrheit der Sozialisten im Parlament und dass es nicht möglich war, parteiübergreifend einen Konsens über den Umgang mit der Vergangenheit zu finden. Und das ist jetzt auch wieder nicht der Fall. Also die neue Regierung Sanchez hat versucht, aus dem Thema der Vergangenheit sozusagen ein Thema für die Politik zu machen und hat auch, glaube ich, gemeint, das würde mehr Leute berühren, unter anderem die Umbettung von Franco. Aber im Grunde genommen, so wie ich das beobachtet habe und manche anderen Beobachter sagen das auch, im Grunde genommen war das jetzt für die breite Öffentlichkeit nicht so ein Riesenthema, dass Franco umgebettet wurde. Es war jetzt kein Widerstand groß, aber es war jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, endlich ist es passiert. Und jetzt gibt es eine neue Initiative, vor allem auf Drängen der nationalistischen Regionalparteien, die natürlich damals gegen Franco waren. Manche dieser Parteien kann man als linke Parteien bezeichnen. Und die wollten jetzt das ganze Amnestiegesetz abschaffen, was 1978 verabschiedet wurde, wo alle Taten sozusagen da amnestiert wurden, also auch die der Täter, nicht nur sozusagen die der Opfer, sondern auch die der Täter. Und jetzt gibt es also einen neuen Anlauf, dieses Gesetz zumindest in Teilen aufzuheben und zu versuchen, die Täter sozusagen anzuklagen. Es ist natürlich so, dass die meisten Täter aus der Franco-Zeit nicht mehr leben, sondern dass es dann irgendwo eine symbolische Aufarbeitung sein wird. Es gibt ein bisschen mehr Bemühungen, die Massengräber zu ordnen oder Leute zu identifizieren, die in diesen Massengräbern liegen
auf Veranlassung ihrer Familien. Das ist natürlich ein ganz schwieriger Prozess. Aber das wurde auch bisher vom Staat nicht gesondert gefördert. Und ich meine, es wäre nicht gut, wenn das Ganze jetzt wieder in einer großen Polarisierung endet. Solche Prozesse wäre, glaube ich, vernünftig, wenn man solche Prozesse, wenn man sich mal zusammensetzen würde zwischen den Parteien und würde sagen, okay, jetzt wollen wir mal gucken, wie die Vergangenheit war, wer welche Fehler gemacht hat und was kann man daraus lernen. Aber wenn jetzt auch das Amnestiegesetz dazu führt, dass die Polarisierung dadurch nur wieder angeheizt wird, dann wird es zwar genutzt für die politische Mobilisierung, das versucht ein Teil derjenigen, die die Aufhebung des Amnestiegesetzes betreiben, die wollen ja damit die politische Mobilisierung auch anregen. Aber ob das in der Sache hilft, das weiß ich nicht. Also das muss man abwarten. Den Großteil der Bevölkerung, glaube ich, ist es nicht so sehr das Thema. Vox ist nicht wegen Franco groß geworden. Vox ist vor allem wegen Katalonien. Also Vox ist jetzt nicht so eine Partei, die da frankistisch sind. Ich würde sagen, so richtige Frankisten gibt es nur ganz wenige in Spanien. Es ist nicht so, dass er irgendwie, weil Franco war im Grunde, das war ein korruptes Militärregime, das im Grunde keine großen Leistungen gebracht hat. Also das Franco-Regime Spanien war ein bitterarmes Land, als Franco abgetreten ist. Und das haben die Spanier dann recht bald gemerkt, dass sie sich da sehr unterscheiden von anderen Europäern. Dem Franco weint im Grunde genommen niemand nach, weder als Regimetyp noch im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit oder so. Das wird zwar benutzt in der politischen Auseinandersetzung. Das Kuriose ist ja, dass manche Nationalisten in Katalonien Leute als Frankisten bezeichnen, die gegen die regionale Unabhängigkeit sind, obwohl diese Leute während der Franco-Zeit beispielsweise im Exil waren. Also das sind Sachen, das zeigt aber einen Mangel an Geschichtsverständnis bei vielen Leuten. Und der Versuch eben, alles dann als frankistisch zu bezeichnen, was mit dem Franco gar nichts zu tun hat. Es wird leider Gottes öfters in der politischen Auseinandersetzung genutzt, auch in der Auseinandersetzung bei den Wahlen jetzt in Madrid, in Madrid bei den Regionalwahlen im Mai. Da hat dann die Linke, die hat dann die Regionalpräsidentin als Frankistin bezeichnet und die hat dann einen Wahlslogan gemacht, Freiheit oder Kommunismus. Also wir kennen das aus Deutschland, hatten wir diesen Freiheit statt Sozialismus, aber die hat dann gleich da drauf gehauen. Und das bringt immer alles nur zur Polarisierung bei und am Ende auch nicht zu einer vernünftigen Bewältigung der Vergangenheit. Ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, auch Polarisierung und Populismus. Aber hier gibt es jetzt noch eine Frage von Jana Kasten vom IIZ in Rostock. Wir haben ja Polen jetzt schon mehrfach thematisiert und die Problematik der Auseinandersetzung mit Polen. Nehmen Griechenland und Spanien die Situation in Polen ähnlich wahr wie hier in Deutschland? Oder ist das eigentlich kein großes Thema? Das geht jetzt zunächst vielleicht Herr Bonnet. Ja, und dann kann Herr Hofmeister nochmal sagen, wie Spanien dazu steht. Ja, also wie gesagt, die Griechen sind in dieser Hinsicht pro-europäisch, unterstützen da auch die Linie von Brüssel und auch die deutsche Position ähnelt der griechischen Position sehr nahe. Also da kann ich leider nichts anderes berichten. Ich hätte noch eine Frage an David Gregosch aus eigenem Interesse, aber vielleicht setze ich die ein bisschen zurück, wenn dafür Zeit ist. Oder schreiben Sie die in den Chat? Nein, das können wir gleich machen. Wo kommen wir hin? Vielleicht Herr Hofmeister ganz kurz? Ja, die Spanier nehmen das wahr, aber sie sind ja nicht sehr proaktiv. Sie unterstützen die europäische Haltung. Aber diese ganze Thematik an den Ostgrenzen Europas, die ist sehr weit weg von Spanien. Auch der Ukraine-Konflikt, der Konflikt mit Russland, jetzt die Situation in Polen, das berührt viele Spanier nicht. In den Medien wird darüber natürlich berichtet und wird das diskutiert, aber das ist jetzt kein Thema, was sehr stark die öffentliche Debatte wahrnehmen wird, die öffentliche Debatte bestimmt.
Ein Aspekt ist allerdings schon wichtig, der eben für die Spanier, nämlich sie haben ja jetzt seit letztem Jahr die Erfahrung gemacht, dass die Migrationszahlen, der Druck auch auf Spanien zunimmt. Und insofern haben sie auch Verständnis, jetzt wenn die EU stärker versucht, ihre Außengrenzen zu schützen. Die Spanier waren bisher immer sehr gelassen gegenüber der Migration. Es gibt hohe Zahlen von Migranten. Und der Versuch von Vox, da mit einer Anti-Migrationshaltung Stimmung zu machen, der hat nicht sehr weit geführt, weil die Spanier eigentlich sehr gelassen und sehr offen sind. Aber in dem Maße, wie die Migrationszahlen gestiegen sind im Süden Spaniens und auf den Kanaren, ist man sensibler geworden für das Thema und schaut eben auch aus dieser Perspektive etwas aufmerksamer nach Polen. Ja, das war eine sehr schöne Überleitung, denn das wollte ich jetzt ansprechen. Wenn wir hier in Deutschland oder wenn wir an das deutsch-französische Tandem denken, wenn die über Migrationsfragen sprechen, dann sind wir eigentlich hier ja kein Frontstaat. Aber wir haben mit Polen aktuell, ganz aktuellen Frontstaat, Griechenland schon seit langem ein sehr unter Druck stehender Frontstaat. Und Sie haben es eben angesprochen, auch in Spanien steigen so ein bisschen die Zahlen. Hier auch eine Frage aus dem Chat, wie das in Griechenland sozusagen wahrgenommen wird, der Umgang mit den Migranten, die Problematik, die Vorwürfe gegen Griechenland. Das ist ja auch ein Faktor, der auch zum Aufstieg von bestimmten rechtspopulistischen Parteien geführt hat, die sozusagen Migrationsfrage, Immigration. Wie sieht es aus? Fangen wir mal mit Polen an und der aktuellen Situation und dann nochmal auf Griechenland eingehen. Ja, die aktuelle Situation an der Grenze ist eine Herausforderung, die aber in keiner Weise zu vergleichen ist mit dem Migrationsdruck, den man in Spanien, Italien oder Griechenland erlebt. Wenn man sich die Zahlen zu illegalen Grenzübertritten in der Europäischen Union anschaut, dann berichtet, ich hatte heute Mittag ein Mittagessen mit Kollegen von Frontex, aber auch die Europäische Kommission berichtet von etwa 130.000 illegalen Grenzübertritten in der gesamten Europäischen Union in diesem Jahr, 130.000. Wir können davon ausgehen, dass es etwa 1.000 bis 2.000 Grenzübertritte jetzt aktuell an der polnisch-belarussischen Grenze gibt, aufgrund dieser sehr perfiden Strategie Lukaschenkos, eben Visa auszuteilen. Die Flüge kommen ja über Minsk, über Damaskus und Moskau rein und dann die Leute an die Grenze zu führen. Die verharren dort im Niemandsland, werden nicht nach Polen durchgelassen und können aber auch nicht wieder zurück nach Belarus. Für die Menschen, die dort betroffen sind, vor Ort 8.000 bis 10.000 Menschen, eine sehr, sehr schlimme Situation, humanitäre Katastrophe. Wie gesagt, die brechen aus Perspektivlosigkeit auf. Zum Teil ist da nicht immer ein Asylgrund ersichtlich. Ein Großteil davon, man schätzt 4/5, hätten in der Europäischen Union sowieso kein Asylrecht beantragen können. Aber, und das muss man jetzt sagen, Stichwort Peace, es ist seit Wochen ein Ausnahmezustand verhängt gewesen über diese Grenzregion, die unabhängige Berichterstattung, Transparenz nicht ermöglicht. Und im Schatten dieses Ausnahmezustandes gab es, das muss man ganz offen formulieren, gab es Pushbacks und es gab sozusagen auch Bruch mit europäischem Recht. Diejenigen, die über die Grenze gekommen sind, wie auch immer, haben theoretisch das Recht, hier Asylanträge zu stellen in Polen. Das wurde ihnen verwehrt und es gab sozusagen eine direkte Rückführung nach Belarus und damit sozusagen auch eine ganz schwierige humanitäre Situationen. Da gibt es ein breites Bündnis in der Zivilgesellschaft hier, die dagegen auch die darauf hinweist, die das nicht gut findet. Auch die Kirche hat sich, was sie sonst selten macht, gegenüber der Peace kritisch geäußert. Insofern ist das nochmal ein Problem, was da ist, wo es auch keine einfache Lösung gibt. Aber man merkt im Grunde, dass Brüssel hier in diesem Fall Polen eigentlich zur Seite steht und den Schulterschluss sucht, weil das Thema hybride Attacken aus Drittstaaten, Russlands Einflussnahme hier und überhaupt EU-Außengrenzschutz wichtiger gewichtet werden, das muss man so sagen, wichtiger gewichtet werden oder abgewogen werden im Vergleich zu den Problemlagen der Menschen. Und das ist natürlich, wenn man sich die einzelnen Schicksale vor Augen führt und die Bilder eben auch nochmal sieht, ist das schon eine ganz schwierige Situation. Ich glaube, man könnte, trotzdem, das ist richtig. Ja, man könnte zynisch vielleicht auch sagen, dass wir uns dann auch sehr schön moralisch empören können über Polen, dafür, dass Polen dann die Drecksarbeit für uns übernimmt und dafür sorgt, dass sie gar nicht erst nach Deutschland kommen. Und ähnlich gelagert ist es doch mit Griechenland, das auch gewissermaßen die Drecksarbeit für die Europäische Union machen darf.
Ja, auch hier sind Pushbacks belegt und es gibt ja Kritik international an diesen Pushbacks auch für Griechenland. Ich denke, die Frage ist natürlich bis jetzt anders als vor 5, 6 Jahren, wird das ja offenbar politisch in ganz Europa gebilligt, dass man robust die Grenze schützt, wie man das hier auch in Griechenland nennt, unter Wahrung aller Menschenrechte. Ganz konkrete Untersuchungen gibt es nur von Nichtregierungsorganisationen, die hier in Griechenland ein schlechtes Standing haben seit der Migrationskrise, wo eine unübersichtliche Masse an NGOs hierher kam, an Hilfskräften, wo keiner mehr wusste, wer was tut und ob das einfach nur zur Erwerb von internationalen Spendengeldern geführt hat oder tatsächlich auch die Lage gemildert hat. Aber tatsächlich sind die Flüchtlingsströme jetzt für griechische Verhältnisse deutlich niedriger, also zu über 90%, auch im vergangenen Jahr, im Vergleich zum vergangenen Jahr. Es gibt neue Daten für 2021, sind die Flüchtlings- und Migrantenströme nochmal gesunken. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ausschließlich hier Drecksarbeit gemacht wird. Es wurden auch Verfahren verbessert. Aber das Wichtige ist, wir sind an der Grenze von Europa, dass die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn funktioniert. Das tut es, wie wir wissen, im Fall Polen und Belarus überhaupt nicht. Und im Fall Griechenland und der Türkei gibt es große Probleme, diesen Dialog wieder anzustoßen. Es gibt ja den EU-Türkei-Deal, der weiterhin gilt und neu aufgelegt werden soll. Da gibt es aber keine konkrete Lösung jetzt. Immerhin ist klar, die Türkei, die braucht das Geld von der EU und es wird eine Lösung geben, trotz vieler Konfrontationen, die es sonst mit Griechenland und Europa gibt. Also vor dem Hintergrund sieht momentan die Migrationslage für die meisten Griechen hier nicht besonders akut aus. Man schaut aber auch auf die Grenze von Polen und kann verstehen, was da passiert. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt eine Frage von Herrn Wernicke, wenn ich die Hand richtig interpretiere. Vielleicht schalten Sie Ihr Mikro oder das Bild ein und stellen die Frage, wenn Sie mich hören. Herr Wernicke hört mich momentan nicht. Doch, ich höre Sie. Ich habe aber keine jetzt. Frage gestellt. Sie haben aber die Hand gehoben, dachte ich, oder was? Nein. Oh, doch, ja schon, dann müssen Sie die wieder runterhängen, weil die ist dann zu sehen. Gut, aber wir haben noch eine Frage im Chat und das wäre auch eine Frage, die ich sowieso auf meiner Liste noch stehen hatte, nämlich wie geht es denn eventuell weiter mit Polen? Hier wird gefragt, wie will Polen die einbehaltenen EU-Gelder auffangen, abfedern? Was, wenn noch mehr EU-Gelder gekürzt werden? Besteht nicht die Sorge, den Anschluss zu verpassen? Ich würde noch einen Schritt weitergehen und fragen, wie wahrscheinlich ist denn ein Polexit? Der Polexit ist jedenfalls, wenn man Regierungsbekundungen glauben darf, nicht sehr wahrscheinlich. Weder der Premierminister Morawiecki noch der Parteichef Kaczynski, das haben sie immer sehr deutlich gemacht, strebt einen solchen Polexit an. Es gibt nicht sehr hohe Hürden für diesen Polexit. Eine einfache Abstimmung im Parlament reicht aus, um die Polen sozusagen aus Europa zu führen. Die PiS hat dafür auch eine Regierungsmehrheit, die könnten das zur Abstimmung bringen. Ob das sozusagen dann durchkäme, ist, glaube ich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Es gibt natürlich in den Reihen des kleineren Koalitionspartners sehr, sehr eurokritische Töne. Es gab jüngst einen Skandal, weil auf dem Wirtschaftsforum in Karpacz der Fraktionsführer der PiS davon gesprochen hat, dass man doch möglicherweise den Weg der Briten oder der Schweizer wählen sollte, weil man sich damit besser stellt. Aber das verfängt hier noch nicht. Aber es bereitet zum Teil eben doch auch den Boden, das darf man nicht unterschätzen. Das Referendum, das Positive in Großbritannien, kam ja auch nicht über Nacht, sondern es wurde sozusagen langfristig vorbereitet. Und dass man darüber heute diskutiert, ist für die Opposition und breite Teile der Zivilgesellschaft eigentlich unvorstellbar. Also der Aufstieg Polens in den letzten 20 Jahren ist im Grunde ohne Europa ja gar nicht vorstellbar. Die gesamte Infrastruktur, die aufgebaut und ausgebaut wurde, ist mit Europa verbunden und trotzdem eben jetzt diese Debatte, das zeigt eigentlich, wie problematisch oder wie ernst die Lage ist. Es ist in der Tat die Frage, was eigentlich passiert, wenn diese Strafzahlungen, es geht ja auch weiter, es ist ja nicht nur die Strafzahlung für das eine Urteil, sondern auch beispielsweise beim Kohlekraftwerk Turow gab es eine Anordnung zur Strafzahlung. Also Polen zahlt momentan ziemlich viel Strafe pro Tag, weil es europäisches Recht nicht umsetzt.
Und wie lange das fortgesetzt werden kann, ist offen. In einem ersten Schritt wird man Beiträge, also Mittel, die Polen zustehen, mit den Strafzahlungen verrechnen. Bislang werden ja auch noch keine Gelder aus den klassischen Förderfonds zurückgehalten. Das käme über diesen Rechtsstaatsmechanismus möglicherweise, wenn das Instrument dann eingesetzt würde. Und beim Recovery Fund ist die Auszahlung jetzt nach hinten verschoben und gestreckt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich die Europäische Union da nicht ins eigene Fleisch schneidet, weil man Klimaziele erreichen will und letztlich auch eine konjunkturelle Belebung Europas ja organisieren will, über Polen hinaus. Sicherlich ist richtig, die Peace hat in den letzten Jahren sehr stark von einem ökonomischen Aufschwung profitiert und dieser Aufschwung kommt sichtbar an ein Ende. Das hat verschiedene Gründe, aber das Thema Inflation ist ein Megathema hier momentan. Wir haben 8% Inflation, wir haben sozusagen eine sich abkühlende Wirtschaft, eine verschlechternde Situation, was die ökonomische Situation betrifft. Und wenn jetzt auch noch Mittel aus Brüssel wegbleiben, kann das natürlich schon zu einem Stimmungsumschwung auch führen. Das muss man abwarten. Es gibt gewisse Szenarien, die auch hier im politischen Warschau diskutiert werden, bevor die ökonomische Situation schlecht wird und bevor Donald Tusk, der Oppositionsführer, jetzt nochmal zu alter Stärke zurückgewinnt, ist es auch möglich, dass die Peace mit den Themen Migration und Euro-Kritik in eine vorgezogene Neuwahl geht, sich eine Legitimation abholt und dann ist die Sache für die nächsten Jahre erstmal wieder gegessen. Weil in der aktuellen Situation würde die Peace die Wahlen möglicherweise gewinnen. Welche Rolle spielt denn Kaczynski so als Person für die Peace? Also das ist bekannt. Genau, aber wie sieht es denn mit der Zukunftsfähigkeit der Peace denn? Er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, muss man sagen. Beim Parteitag jetzt im Juli ist der Premierminister Morawiecki aufgerückt zu einem seiner Stellvertreter. Das muss aber noch nichts heißen. Also Kaczynski ist die zentrale Figur, um die Peace zu verstehen. Und sein Denken kreist im Grunde um diese drei Elemente: Unabhängigkeit, Sicherheit und Souveränität. Unabhängigkeit, Sicherheit und Souveränität. Und dabei bezieht er sich immer sehr stark auf sozusagen die historischen Erfahrungen Polens, die 123-jährige Abwesenheit von der politischen Landkarte, die Demütigungen im 20. Jahrhundert, auch Russlands, Deutschlands, Preußens, Österreich, Ungarn und so weiter, diese historischen Aspekte, die spielen eine große Rolle für ihn. Und er ist der Strippenzieher und bestimmt letztlich auch, wie die Regierung arbeitet und welche Prioritäten sie setzt. Er ist jetzt nochmal wiedergewählt worden auf diesem Parteitag, wie gesagt, mit neuen Stellvertretern. Morawiecki ist einer von möglichen Nachfolgern, ist aber überhaupt noch nicht raus, wann so eine Nachfolge sogar organisiert wird. Es gibt aber auch noch weitere Personen, die um eine mögliche Peace-Nachfolge ringen, obwohl sie gar nicht in der Partei sind. Das ist ziemlich kompliziert. Auch der Justizminister Ziobro, der mal in der Peace war, jetzt bei einem kleineren Koalitionspartner Parteiführer ist, schickt sich an, Herrn Kaczynski möglicherweise mal zu beerben. Also da gibt es ein paar Leute im Hintergrund, teilweise mit sehr europakritischen Tönen, mit sehr nationalistischen Tönen, die versuchen, darum zu ringen, wer der Nachfolger wird. Aber es ist völlig offen, wer das werden könnte. Und bis auf Weiteres ist auch kein Wechsel da in Sicht. Ist es ein personalistisches Vehikel? Wir haben schon angesprochen, Herr Hofmeister hat gerade ein Buch über Parteien herausgegeben. Und da stellt sich ja die Frage, ist das sozusagen eine institutionalisierte Partei oder ein Vehikel einer Person? Und wo man nicht weiß, was passiert, wenn die Person nicht mehr da ist? Wie schätzen Sie das ein? Letztlich gilt das ja für viele Parteien in Demokratien weltweit, muss man sagen. Diese klassischen Volksparteien mit einer starken Mitgliederbasis, mit einer gesicherten Finanzierung und mit einem breiten politischen Personalangebot gibt es außerhalb Deutschlands in wirklich ganz, ganz wenigen Ländern überhaupt noch. Insofern ist auch diese Partei, die Peace, zugeschnitten auf ihre Führungsfigur mit einer Mitgliederbasis, die auch überschaubar ist und auch Parteifinanzen, die überschaubar ist, aber die sind momentan eben an den Honigtöpfen des Staates dran. Man darf nicht vergessen, nach dem Ende des Sozialismus sind sozusagen viele Staatsbetriebe hier auch übrig geblieben, etwa die Benzinkette Orlen, die Petroleumkette. Und natürlich findet man Mittel und Wege, dass sich die Partei letztlich auch über Nepotismus, Vetternwirtschaft und kritikwürdige Elemente einfach finanzieren und halten kann.
Insofern, ja, ist zugespitzt und zugeschnitten auf diese Person, ja. Ja, Sie haben eben eigentlich noch ein weites Feld angesprochen, Korruption, Vetternwirtschaft, Nepotismus, Bulgarien, Rumänien, großes Thema auch in diesen Ländern bei den Wahlen. Aber wir haben jetzt schon 20.30 Uhr und Sie haben noch Gelegenheit, Fragen zu stellen, wenn noch Fragen auffallen. Ansonsten würde ich gerne nochmal an Sie alle drei eine Rundfrage stellen, nämlich, was können wir jetzt eigentlich von den Ländern lernen? Griechenland, Spanien, Polen. Wir gucken immer. Ah ja, und Herr Bonnet hatte noch eine Frage an Herrn Gregosch. Können Sie dann, vielleicht stellen Sie zuerst Ihre Frage an Herrn Gregosch und dann kommt die Rundfrage und Abschlussfrage, was wir glauben ja immer, wir hätten die Weisheit gepachtet, aber wir sehen gerade angesichts der vierten Welle, wir haben ja angedeutet, der Hofmeister, Spanien, Portugal fährt viel besser als Deutschland. Man kann ja doch vielleicht noch das eine oder andere lernen, auch mal, wenn man über den eigenen Tellerrand blickt. Aber erst die Frage von Herrn Bonnet. Ja, der David hat Glück gehabt, die wurde schon gestellt. Ich wollte auch nochmal nach dem finanziellen Schaden fragen, der angerichtet werden würde, wenn die Strafzahlungen in Effekt treten. Aber das wurde ja schon beantwortet. Danke. Gut, dann können Sie, Herr Bonnet, vielleicht mal anfangen und vielleicht uns ein bisschen was mit auf den Weg geben. Was können wir von Griechenland lernen? Ja, also die Sonne in die Herzen lassen sozusagen. Hier in Griechenland scheint ja auch die Sonne. Aber abgesehen davon und einem guten touristischen Jahr, das es in Griechenland gab, können wir lernen. Und das habe ich jetzt schon einigen politischen Besuchern hier mitgegeben, dass in der Krise der Pandemie von dieser Regierung und auch von den Menschen die Chance, die Gelegenheit genutzt wurde, etwas zu verändern und nach vorne zu bringen. Während wir in Deutschland, das ist mein Gefühl, eher die Risiken gesehen haben und uns absichern wollten, wurde in Griechenland erkannt, dass mit dieser Krise auch eine Chance kommt, die aufgestauten Reformprozesse, die nie in Gang gekommen sind, während der Rettungsschirme, weil sie aufoktroyiert wurden, jetzt tatsächlich voranzutreiben im eigenen Interesse. Und das hat die Wettbewerbsfähigkeit von Griechenland und die Attraktivität gesteigert. Gerade im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung, auch bei uns hier, die Impfkampagne ist komplett digitalisiert. Das Homeschooling funktioniert im Vergleich zu Deutschland. Es gibt viele Bereiche, die mittlerweile mit einem Klick und mit einer Plattform möglich sind, zu erledigen, ohne physisch irgendwo in ein Büro zu gehen. Ich denke, da könnten wir uns viel von abschauen, wenn wir nicht die Angst hätten, unsere Daten zu verlieren. Der Datenschutz ist ja unser heiliger Gral. Und ob der jemals in ein normales Verhältnis kommt, das ist natürlich die große Frage. Ja, vielen Dank, Herr Bonnet. Herr Hofmeister, von Spanien lernen heißt... Heißt, dass es vieles nicht unbedingt viel besser wird in Deutschland. Ich bin zwar der Meinung, dass wir in Deutschland in vielen Bereichen einiges verbessern können, aber wir würden wahrscheinlich nicht unbedingt auf Spanien schauen. Was gut funktioniert in Spanien, ist diese Digitalisierung des Regierungshandelns in einigen Bereichen, was auch gut funktioniert hat am Ende, war jetzt diese Aufrufe zum Impfen und so, die Verteilung der Impftermine, das hat sehr gut geklappt, das funktioniert eben auch digital, viel besser als in Deutschland, da ist Spanien besser aufgestellt. Auf der kommunalen Ebene funktionieren sehr viele Dinge sehr, sehr gut, wahrscheinlich besser als bei uns, das läuft auch sehr viel digital. Aber so in den großen Fragen, glaube ich, bietet uns Spanien nicht zu viel Lernfläche. Das ist jetzt nicht, sehr hochnäsig, aber ich sehe das halt einfach so. Ja, gut. Herr Gregosch, Ihr Fazit zu Polen. Mikro. Sie haben wieder Ihr Mikro ausgeschaltet. Ich wurde ausgeschaltet, schalte das gerne aber auch wieder an. Was es Positives zu erwähnen gibt in Polen, ist im Grunde diese kraftvolle, wache Zivilgesellschaft, die Regierung nach wie vor kritisch begleitet. Und wenn wir uns die Europaproteste, die Proteste gegen das Abtreibungsgesetz, gegen die Einschränkungen bei der Mediendebatte in Erinnerung rufen, also wache Zivilgesellschaft ist sicher etwas, was auch hier für Polen, jedenfalls was die großen Städte betrifft, absolut richtig ist. Und ansonsten bin ich immer wieder erstaunt über diese Resilienz
Bürger des Landes hier auch sozusagen nicht in Panik zu verfallen, wenn es um Covid geht, nicht in Panik zu verfallen, wenn sich sozusagen die wirtschaftliche Situation eintrübt. Da ist mehr Resilienz und Gelassenheit da, finde ich. Es gibt auch hier so etwas wie ein Zukunftsglaube, dass es morgen auch noch besser werden kann. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, in Deutschland geht morgen die Welt unter. So ganz so schlimm ist es hier irgendwie nicht. Also man glaubt auch an das Morgen noch. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass jenseits der Peace es ein nüchternes Verhältnis zu Europa gibt. Da gibt es ganz viele Vorteile. Wir müssen Europa erhalten und gut aufbauen und ausbauen. Aber diese Europa-Besoffenheit, die ich zum Teil eben in Deutschland lese und erlebe oder auch in Frankreich, wird sozusagen diesem sehr komplexen europäischen Gebilde einfach nicht gerecht. Wenn ich jetzt an das Thema Stabilitätspakt, Europäische Währungsunion denke, da wird mir eigentlich ganz schlecht. Insofern weniger Europa-Besoffenheit ist auch etwas, was ich eigentlich gut finde, wobei ich eben nicht diese Peace-Töne gut finde, sondern im Gegenteil sehr stark kritisiere. Ja, und Herr Hofmeister, ist doch noch was eingefallen. Also mir ist auch eingefallen, genau. Also eine Sache, was man in Spanien sehr gut gemacht hat, ist die Beteiligungsrate oder Quote der Frauen in der Politik und auch in anderen Bereichen zu erhöhen. Da gab es ein Gesetz, jetzt auch noch unter der Zapatero-Regierung, der auch andere Parteien, auch die Volkspartei, zugestimmt hat. Und das hat dazu geführt, dass wir in Spanien mit die höchste Quote an Frauen in den Parlamenten haben. Und in der Regierung hat Sanchez mittlerweile mehr Frauen als Männer. Das ist dann die Entscheidung des Regierungschefs. Aber im Bereich der Wahlen ist das der Gesetzgebung geschuldet, wobei das aber eben sehr stark auch mit dem Wahlrecht zusammenhängt, dass das ermöglicht. Im spanischen Wahlrecht ist es so, dass in den sogenannten 53 Provinzen, das sind sozusagen Landkreise, dass in jeder Provinz eigene Wahllisten aufgestellt werden. Und auf den Wahllisten müssen immer mindestens 40% der Kandidaten einem anderen Geschlecht sozusagen angehören. Das heißt also, mindestens 40% müssen Frauen sein und dadurch kommen eben sehr viele Frauen ins Parlament und auch diese Art der Gleichberechtigung oder Gleichstellung ist auch in vielen anderen Bereichen eingeführt worden. Das dauert zwar noch ein bisschen in der Justiz, ist es noch nicht so ganz oben angekommen, aber da ist Spanien ganz gut vorangekommen. Ja, was die Frauenquote betraf, da waren wir jetzt heute Abend nicht ganz so gut bei dieser Diskussionsveranstaltung. Immerhin, Frau Bremer und Frau Kasten waren die Organisatorinnen und sind jetzt auch mal wieder mit Bild zu sehen. Wir haben aber auch mehr Frauen als Männer in der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern jetzt mit der neuen Koalition, auch wenn das natürlich bei den Herren von der KAS als rot-rote Koalitionsregierung wahrscheinlich nicht so gern gesehen wird. Aber in dem Aspekt, und wir wissen noch nicht, was passiert, in dem Aspekt ist dann Mecklenburg-Vorpommern auch mal einen Schritt weitergegangen. Ja, Europa-Besoffenheit kritisiert hier Herr Bärlein noch. Ich denke, Herr Gregosch meint, dass man nicht unkritisch alles sich anschaut, sondern dass man auch ein kritisch-konstruktives Verhältnis zu Europa hat, zur europäischen Integration. Und das ist etwas, was wir vielleicht in einer anderen Veranstaltung dann irgendwann nochmal ausführlicher diskutieren müssen, nämlich die Frage, die immer so ein bisschen mitgeschwungen hatte, was heißt und zu welchem Ende betreiben wir europäische Integration? Wo soll das Ganze hinführen? Was wollen wir damit eigentlich bezwecken? Europa war ja auch mal ein Friedensprojekt, da hat Herr Bärlein recht, ist jetzt in erster Linie ein wirtschaftliches Projekt, aber es eben auch, das ist die Frage, ist es tatsächlich auch eine Werteunion, ein gemeinsames Projekt für Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte, das ist eben nicht so ganz ausdifferenziert oder ausbuchstabiert und da müssen wir noch weiter diskutieren. Frau Bremer, Frau Kasten, wenn Sie noch ein Schlusswort sagen möchten, dann würde ich jetzt an Sie übergeben. Ich bedanke mich bei Herrn Bonnet, bei Herrn Gregosch und bei Herrn Hofmeister für die spannende Diskussion.